voll Fusion. Mega Missile. Und jetzt kommen wieder Gegner, die ich aufgenommen habe. Das überrascht mich das nicht. Weil du Doom gespielt hast. Und wenn du Doom gespielt hast, dann kennst du das. Okay, was ist da hinten, was mich so an... Warum kriege ich da Tarnung? Das ist wie, als wenn man das erste Mal Doom spielt und sich fragt, hey, da liegt der Shotgun, was passiert wohl, wenn ich sie aufnehme? Und dann, busch, 20 Milliarden Gegner teleportieren sich rein und töten einen. Das ist nicht nett. Sie verstecken ist unfair, das darf nur ich. Meine zielerischen Künste. Mein E-Bot ist noch nicht richtig kalibriert, ja. Das dauert noch einen Moment. Törichter Idiot. Hast du wirklich geglaubt, dass was gegen mich ausrichten zu können? Warum kriege ich da Tarnung? Keine Geheimtüren? Keine Gegner-Spawner, Monster-Spawner oder wie? Moment. Komme ich von hier aus vielleicht an die Gefangenen ran? Nö. Ich weiß nicht, das sieht schlecht aus. Ja, Lava. Laser in Lava explodiert. Maximum an Realismus. Maximum Realismus. Auch so blau zu leuchten. Wo geht's da hin? Ist er aufgeregt? Ist er aufgeregt? Oh, ein extra Life! Genau das habe ich mir schon den ganzen Tag gewünscht. Einfach mal so ein extra Life, das man mal verballern kann, wenn man wollte. So, jetzt muss ich rauf und oben durch die gelbe Tür. Da gibt es bestimmt einen roten Schlüssel. Ha, was bin ich schlau. So, mal schauen, ob wir das hinbekommen. Nö. Wo zusammen ist das überhaupt aufhängt? Du wirst eh nie rechtzeitig dort sein. Die rote Keycard. Ich kann sie sehen. Und was verhindert jetzt mich daran, da einfach meinen Arm durchzustrecken und sie rauszuziehen? Ja, jetzt setzt er auf. Ich treffe ihn, ich treffe ihn. Nicht mehr. Hahaha. Wäre einfach zu gut für dich. Nicht mal ich selbst kann mich stoppen. Naja, gut. Ich selbst kann mich vielleicht stoppen. Was ich schon oft genug bewiesen habe. Und ich frage mich, ob ich wirklich noch die 99 Leben voll bekomme. Ich glaube nicht auf dem Skill-Level. Ich glaube, da brauche ich deutlich mehr Skill. So, Maximum. Hey, ich hab 3000 Leben. Gott. Ich glaube, es wird gleich richtig unschön. Oh Gott. Das ist ein Turm, richtig? Richtig. Er ist 10.000 Stockwerke hoch. Und ganz oben erwarten mich 10.000 rote Hulks. Und Sephiroth. Der schneidet sich mit einem Schwert zu Schaschlik. Einheizen, was das Zeug hergibt. Bis die Kanonen glühen. Ich hab zu viel Wolfmann gespielt. Schlecht zu kommen die ganze Zeit. Wolfmann habe ich übrigens inzwischen durchgespielt. Leck mich! Ich darf jetzt nicht mehr sterben. Ich Idiot hab Passanten schon mitgenommen. Passanten?
Touristen, ey. Mach hier Urlaub. Was? Ich hab den nicht mal gesehen. Da noch allerhöchstens Pixel von einem Pixel rausgeschaut. Ey, ich seh den ja nicht einmal. Voll die Cheaterei. Ach, machen wir's anders. So. Geht's doch viel schneller. Wie weit geht's denn da noch rauf? Seht ihr, ich kann mich selbst stoppen. Hab ich's nicht gesagt? Und wie ich das kann, ne? Keine Gegner? Das verwirrt mich. Es war so klar, dass das jetzt passiert. Oh, ist kein Gegner da. Boom. Du bist tot und so, ne? Arschloch. Würdest du bitte mal da reinfliegen? Da rein. Du hast dich selbst gesprengt. Glückwunsch. Glückwunsch. Wusch. Naja. Gott, wie ich mich jetzt selbst stoppe. Ha! Die Roboter können Rente gehen. Jetzt bin ich da, um den Feind zu stoppen. Was nur halb so schlimm wäre, wenn ich nicht der Feind wäre. Boah, wie hoch ist denn dieser Turm noch? Das erinnert mich jetzt an Dings. Alufia. Da gab es auch 10.000 Türme mit 10.000 Stockwerken. Oder Höhlen. Ich geh gleich nochmal rein. 10.000 Höhlen mit 10.000 Ebenen geschossen. Und natürlich Wälder. Was? Was habe ich vorhin von Roten Hulks gesagt? Oh. Thank you. Sprengen die sich da gerade gegenseitig in die Luft? Definitiv nein. Also die nehme ich auf jeden Fall erstmal mit. Damit ich die nicht nochmal mitnehme oder am Schluss noch vergesse, weil ich so genervt bin, nehme ich... Wollt ihr euch nicht gegenseitig töten? Alter, wie schnell fliegen denn die Raketen denn? Seht ihr ja nicht einmal. Sie so abschießen und dann höre ich den Knall. Hat jemand den Knall auch noch nicht gehört? Das knallt ordentlich rein, das Zeug. Nee, da muss ich was Großes benutzen. Proximity-Bombs, genau. Das war schon mal eine. Fahrloses Betreten möglich. Ich bin skeptisch. Nein. It's a dead end. Was war der Spiel, das so hieß? Da eine Etage waren kein Gegner, das macht mich jetzt misstrauisch. Keine Geheimtür. Okay. So weit, so gut. Okay, fliegen wir raus. Mutig. Boom. Tot. Der Tote kommt auf leisene Sohlen. Nee. So, was ich damit sagen will. Vielleicht ist in der Decke noch ein Geheimgang. Also, das war Nummer 1.
glaube, ich muss nachher erstmal Energie auftanken gehen. Einmal voll machen. Super Plus, bitte. Ja, ich tanke nur das Beste vom Besten für mein Auto war. Nö. Scheinbar die Wand / Decke / Rücken können selected. Keine Energie mehr. Keine Geheimgänge mehr. So, es ist nur da. Okay. Nee, wir fliegen erstmal darauf. Gut, ich fliege da links rum. Ist mir sicherer. Boom, tot! Ja. Da runter, wenn ich das richtig sehe. Ich wünschte, ich würde falsch sehen. Gott, und wie soll ich die jetzt töten? Ein Hoch auf diejenigen, die der Speichern- und Ladesystem erfunden hat. Das ist einfach göttlich. Lass mich halt wenigstens mal schießen. Ich will aber nicht die Insassen verlieren. Komm, was geboten für ihr gilt. Gegensatz zu meinen Abonnenten. Ja, wenn man sich so in die Luft sprengt, dann wenigstens eindrucksvoll. Mega Missile. Ist echt mega mäßig gut. Ah, geh wieder rein. Hat sich erledigt. Hallo. Hallo. Alles ruhig. Au, oh, 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 da wollen wir nicht lang. Nein, da wollen wir gar nicht lang. Da wollen wir. Oh nein, ich muss. Oh nein. 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 Bambi. Ja. Ich sehe die aber auch hier nicht. Scheiß Dunkelheit. Kommt der mir wahrscheinlich gleich. Ja, das muss doch sein. Moment, du bist ein Gegner. Nein, du bist eine Wand mit dunklen Schattierungen. Da waren doch vorhin noch mehr. Hä? Ich muss nicht erzählen, dass die alle tot sind. Doch. Sind alle tot. Wie jetzt echt? Das Spiel buggt. Eindeutig. Nein, wir speichern auf leer. Ist jetzt echt alle tot? Ihr verarscht mich doch. Stell dich grad, Kackding. Hier gibt's zum Glück kein Geheimlevel. Und sie bleiben an der Tür hängen. Naja, genauer gesagt, in der Tür. Sie werden von der Tür zerquetscht. Hält sie natürlich nicht auf. Und sollte es auch. Das ist ja bloß eine Tür. Wie, bin ich jetzt zu weit weg für dich, oder was? Scheint so. Der Reaktor. Ich sollte vielleicht nicht an diesem Fleckchen stehen bleiben. Moment, machen wir das mal anders. Er sieht mich hier aus der Entfernung nicht. So, und jetzt holen wir das Kloaken-Device da oben. Machen die Tür auf.
legen erstmal rein in die gute Stube. Rakete und die Auffüllung. Also so nicht. Okay, wir holen uns nochmal das Kloaken-Device. Und töten diesmal nicht alle Gegner. Sondern schnappen uns die Raketen. Bis wir alle haben. Wir machen lustiges Flieg vom Reaktor weg. Und nein, ich hab kein Kloaking mehr. Ja, auf, du Kacktür. Versuch Nummer 1 war eher suboptimal. Gut. Explodier halt, du scheiß Reaktor. Ihr seid keine Reaktoren. Sieht nicht mal aus wie Reaktoren. Ihr seid Fakes. Ihr seid Faktoren. Faktoren. Hey, ich habe extra Life bekommen. Kein neues Monster? Oh, das war halt doch ganz einfach. Huh. Nichts. Völlig langweilig. Yeah, ich bin besoffen und kann auf den Kopf fliegen. Level 22 complete. Hat auch fast eine Stunde gedauert. Neptun, ja. Shield-Bonus 60, Energie-Bonus 555, Schnapszahl, ihr müsst mir jetzt alle einen Schnaps ausgeben. Hostage-Bonus 6000, Skill-Bonus 300, ja genau, 344.000, ey. 34.400, Full-Rescue-Bonus 12.000, Total-Bonus 350.015, Total-Score 2.076.585. PDMC Direktive CMD AK 573 113 an MD 1032 Neptun Orbit von PDMC Hauptquartier Aerobit. Fliegen sofort zur Triton Lagereinrichtung MN 3352. Arbeiten Sie schnell, Materialverteiler. Die Meldungen von Pluto sind alarmierend. Ja? Was sagen denn die Meldungen? Dass es regnen wird? Morgen, da regnet es. Da müssen wir schnell den Regenschirm aufspannen. Gib mir mal meine Homies. Was passiert, wenn ich die Tür aufmache? Oh Gott. Die drehen sich. Da muss ich weiter vor. Will ich weiter vor? Definitiv nicht. Nicht schon wieder so Bohrer. Holla! Die habe ich gar nicht gesehen gehabt. Ich wurde nicht, dass sie da so einfach rankommt, ne? Nein. Wäre zu einfach gewesen. Das ist gar kein Bohrer, oder? Kommt erst später. Nee, das sind definitiv keine Bohrer. Aber ich bin tötend. Willst du jetzt bitte mal sterben? Ich fast noch reinfliegen. Was war das jetzt für ein komisches Geräusch? Das war nur die Tür. Die Tür! Boah, die muss ich sprengen. Nieder mit den Türen. Lang leben die Fenster. Schließt euch uns an, Freunde. Wenn nicht alle Türen, die ihr finden könnt. Und die Macht der Fenster wird ewig wehren. Lass mal wieder da aufgehen. Ich speichere gerne. Das gibt mir das trügerische Gefühl von Sicherheit. Und Unverwundbarkeit, weil ich unbegrenzt auf Laden kann. Würdest du bitte mal sterben?
Oh, 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 oh. Das ist voll nicht nötig, da drin zu verstecken, ne? The red door! It's closing so hard. Das sieht auch schon wieder so aus wie so eine riesige Map. Okay, das sieht uns nicht. Ausgezeichnet. Nein, das ist ein Mega-Missile. Warum explodiert die nicht, wenn ich drauf schieße? Völlig unrealistisch. Gut, wir können auch fragen, warum explodieren die Wände nicht, ne? Hallo, nicht roter Hulk. Der nur 500 Punkte statt 1000 gibt. So, 500. Ich hab 10.000 verdient. Für mein Überskill. Oh, da ist noch einer. Ha! Mir geht schon wieder langsam die Feuerkraft aus, ey. Feuerenergie. Gott. Ich hab Angst. Angst! Ich hab... Den habe ich immer 20 irgendwie, ne? Ich verschieß 30 Stück, ha, du hast 20! Ich gehe immer erst rechts. Rechts ist gut. Törichter Narr. Glaubst du tatsächlich gegen mich auch nur die geringste Kleinigkeit ausrichten zu können? Okay, das nehme ich doch gerne mit. Homies haben wir nie genug haben. Was ist da in der Tor?